Weltrekordfahrt in einem Opel mit Raketenantrieb. 1928 auf der Avus in Berlin. Es ist der Höhepunkt des Rüsselsheimer Autobauers. 238 Stundenkilometer, neuer Geschwindigkeitsweltrekord. Und Opel ist zu der Zeit Marktführer in Deutschland. Der erste und weltweit einzige Opel-Raketenwagen RAK 1 heute. Alle Teile bis auf die Blinker sind noch original und er fährt sogar noch. Wilfried Sänger ist der stolze Besitzer. Ich genieße nur, schön zu fahren. Er ist zuverlässig und er fährt. Der steht ein halbes Jahr, da drehe ich eine Halbumdrehung an der Kurbel rum, da läuft er. Dieser sogenannte RAK 1 war das erste Raketenauto, mit dem Fritz von Opel Versuche machte. 1927. Motor und Getriebe hatten sie damals ausgebaut und dafür 12 Feststoffraketen am Heck montiert. Das Fahrwerk und die übrigen Teile waren ansonsten gleich. Das Fahrzeug ist vom Fahrwerk her für 70 Kilometer, Stundenkilometer ausgelegt. Und man ist ja damals bei den ersten Raketenversuchen 128 Stundenkilometer gefahren. Und dann hat er begonnen, leicht abzuheben vorne, weil der Auftrieb war relativ groß. Und dann hat man ihm noch zwei Flügel verpasst, dass er auf dem Boden blieb halt. Heute zählt nicht mehr die Geschwindigkeit, sondern vielmehr die Freude am Fahren. Im weltweit einzigen Raketenwagen 1 von Opel. Das fühlt sich so an, wenn Sie mit dem Wagen 50 fahren, da meinen Sie, hätte mindestens 80 oder 100 drauf, weil Sie so in der Freiheit sitzen und die Freiheit auch genießen wie auf dem Motorrad. Und das ist halt schon ganz was Besonderes halt, ja. Der Onkel seiner Frau hatte den Wagen gekauft und in eine Scheune gestellt. Dort hatte er den Krieg überdauert. Insgesamt 13 Jahre und 1500 Stunden Arbeit hat Wilfried Sänger in die Restaurierung gesteckt. Und nochmal 300 Stunden, um ihn durch den TÜV zu bekommen. Statt einer Rakete arbeitet heute wieder der 16 PS Originalmotor im RAK 1. Opel hatte damals noch einen RAK 2 gebaut und raketenbetriebene Schienenfahrzeuge, bevor die Versuche nach Explosionen beendet wurden und die Ära der Opel-Raketenwagen zu Ende ging.